Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Online. Wie ihr seht, wir befinden uns in der Feste Gurut. Ich habe mir zwei tapfere Mitstreiter besorgt, einen Wächter und einen Runenbewahrer. Und wir werden uns jetzt gleich einmal die Instanzen angucken, nämlich nicht skalierbar. Ja, nicht skalierbar, wo war es denn? Ja, Gard Agaven, nämlich das Hügelgrab und die Festung. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem oberen an, mit dem Bäumchen. Stufe 1, Stufe 32 ist ja leider nicht skalierbar. Das hatte ich euch ja bereits erzählt, dass das eine reguläre Instanz ist. Und während wir uns gleich die Instanz vorgestellt wird, halte ich einfach mal kurz die Klappe. Keine Erklärung. Na gut, müsst ihr euch eben den Text hier oben durchlesen. Ich markiere ihn euch mal ganz kurz. Wundert mich, dass das nicht vorgelesen wurde. Aber egal. Wir haben optionale Quests hier drin. Ich aktiviere erstmal wieder alle. Wie ihr seht, hier könnt ihr am besten diese Baumviecher farmen. Sumpfschleicher. Und wenn wir jetzt hier gemütlich vorgehen, sollte das wohl nicht das Problem sein. Ich muss eben gleich noch kurz was in den Chat schreiben, nämlich die Schlüsselorte, weil jeder von uns kriegt nämlich unterschiedliche Tagesaufgaben. Da haben wir eine schöne Combo ausgelöst. Den großen, den stunne ich mal weg. Damit das hier nicht zu viel Komplikationen gibt. Da braucht unser Runenbewahrer mal kurz Heilung. Die soll er kriegen. Weil das ist relativ suboptimal, wenn unser Heiler einen auf den Deckel kriegt, wenn unser Tank doch dafür eigentlich da ist. Das hier ist ein Splittermob, Faulherz. Den findet ihr jedes Mal in der Instanz. Er patrouilliert hier. Und er ist einfach nur eine Nervensäge. Wir lösen jetzt eine Gift-Kombo aus. Fehlgeleitung. Gibt es hier einen zusätzlichen Gift-Dot. Der mit, lasst mich eben gucken. War das der oder war das der? Auf jeden Fall, der tickt mit Schaden runter. Und ja, das ist relativ übel. Vor allem, wenn das nachher dann in der Sechsergruppe ausgelöst wird, der Schaden, der hält sich doch schon in Grenzen. Also es macht Schaden. Es gibt verschiedene Kombo-Möglichkeiten. Es gibt nachher Straßen, die ihr drücken könnt. Es gibt Pfade, Wege. Je mehr Kombos, je mehr Leute eine unterschiedliche Farbe drücken, desto mächtiger können die Kombos werden. Aus dem Kopf weiß ich beispielsweise Marsch der Ents. Das ist fünfmal rot und einmal gelb, glaube ich. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Dann haben wir jetzt gerade nebenbei Bezwinger der Sumpflaure abgeschlossen auf einfach. Das heißt, wir haben jetzt Mittelschwere dran. Lasst mal eben kurz gucken. Dafür brauchen wir 60 Stück. Das wäre zwei-, dreimal die Instanz laufen. Das würde also passen. Da. Ja. Hier sind die. Oder hier ist einer der besonderen Orte. Aber da komme ich halt so noch nicht hin. Wegen der die Gruppe ist woanders lang. Aber wir wollen die Quest jetzt erstmal im Primären abschließen.
Das wäre jetzt beispielsweise gelb-grün-blau gewesen oder gelb-grün-gelb. Das wäre jetzt keine richtige Kombo gewesen. Ich gucke mal ganz kurz nach. Fertige Kombo-Straßen, die ihr erforscht oder einmal erfolgreich ausgefüllt habt, die merkt sich nämlich euer Charakter. Lasst mich mal eben kurz gucken. Die müssten unter Fertigkeiten sein, unter Gefährtengruppen. Ja, wir haben nur zwei gleiche. Fehlleitung. Aber das könnt ihr halt auch beim Widerstand nachschlagen. Die haben eine kleine Kombo-Seite, wo dann sämtliche Kombo-Straßen drin sind. So, ich schreib's mir jetzt mal eben kurz der Gruppe, dass ich diese Schlüsselorte habe. Deswegen bin ich mal eben ganz kurz still, wenn wir hier kämpfen. So, da bin ich wieder. Oh, das könnte gleich ein Vibe werden. Viel Heilung habe ich nicht. Aber ich versuche halt mein Best. Dann gibt es jetzt mal ein bisschen Feuer. Oder auch nicht. Ist der Mob halt vorzeitig gestorben. Eigentlich eine Frechheit. Aber wie ihr seht, ich kriegt hier auch richtig viele Klamotten zusammen. So, eine Gedenkstätte. Darauf verzichte ich. Diese Geister brauchen wir für die 6er-Instanz. Normalerweise. Grausame Geister, lasst mich mal eben kurz nachgucken, oder war das von der Außenquest? Ist auf jeden Fall eine Gefährtengruppe. Und diese Schwerter würden wir auf jeden Fall behalten. Der Vorteil ist natürlich, ich kann jetzt meine Gefährtengruppe heilen. Ist gut fürs Buch der Taten, da wir ja so regulär diese Aufgabe nicht steigern können. Weil wir selten hier in der Gruppe unterwegs sind. Und wie ihr seht, die Jungs geben auch noch relativ gut Ruf. Ich habe gerade 24 Ruf aufploppen sehen. Also den Ruf hier kriegt man dann auch relativ schnell voll. Wenn ihr einmal Gartagarten durch seid, mit sämtlichen Quests und alles an Monstern gemacht habt, dann sollte das eigentlich ausreichen, damit ihr im Ruf komplett als Verwandte seid. Und meine Heilungen sind auch nicht schlecht mit 500, 600. Das hält sich auch sehr gut in Grenzen. So, Bitterborke ist der Endboss. Den hatte ich jetzt gerade schon mal kurz im Visier. Der hat einen Hardmode. Der wirft nämlich Bienenstöcke ab und die dürft ihr nicht zerstören. Aber das ist relativ schwierig, da diese Bienenstöcke doch reichlich Flächenschaden farmen.
Und deswegen ist das auf Level schon eine relative Herausforderung, das zu schaffen. So, 615 Heilung. Jetzt ist Bitterborke vor uns. Zeit für ein bisschen Buff-Food. Da ist der Gute, hat 17k. Und ich muss jetzt ein bisschen mit meinen Zaubern aufpassen. Und mein Tierchen müsste auch dann gezielt auf Bitterborke gesetzt werden, wenn wir den Hartblut versuchen. Ich warte auf unseren Tank. Der gibt dann die gibt vor. So. Dann wollen wir mal kurz Antankzeit lassen. Acme geht auch schon mal mit drauf. Mal ein bisschen näher ran. Das ist jetzt natürlich etwas suboptimal, dieses Blattwerk in der Aufnahme. Wir nehmen alles an Schaden rein, was wir an Schaden reinnehmen können. Außer Flächenschaden natürlich, wegen den. Ja, sag ihm schnell, wegen den Bienenstöcken. So, ich bin jetzt nicht aufs Wort gekommen. Entschuldigt bitte. Au! Ist schon ein bisschen nervig, wenn man nur so wenig Heilung hat. Dann nehme ich sicherheitshalber jetzt schon mal den Heiltrank mit zur Hilfe. Meine Heilung kriegt Admi. 5000. Ich hau jetzt alles raus, was ich habe. Ja, und ich lieg wahrscheinlich jetzt gleich. Ja, das war klar ohne Heilung. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Bitterborke besiegt im Hardmode, haben als kleines Boni den Eklan-Zeichen bekommen. Aber komischerweise mir ist aufgefallen, ich sterbe grundsätzlich immer nur in Instanzen. Verdammt noch, verdammt der Hacke nicht Nummer 1. Kampf- und Schutzkunden weg, etwas nervig, aber die kann ich sofort nachwerfen. So, wir haben noch zwei Ruhestätten, die wir abklappern können. Gut, unter uns der Weg ist frei. Dann beschwöre ich eben wieder Edmi. Und dann beenden wir die Instanz auf den normalen Wege. Hier hinten ist dann noch eine Sehenswürdigkeit. Somit fehlt uns nur noch eine. Ob das nicht so viel ist, als allererstes eine Heilung rein. Angetankt ist hoffentlich, dann fahre ich mal ein bisschen Fläche. Und falls doch einer abhauen sollte auf mich, wird er halt noch angewurzelt. Das Schöne ist, die Düsterwasser aus der Instanz zählen natürlich auch für alle anderen. Na, gleich die nächste Heilung durch. Und einmal Teilung der Macht. Zwölf düster Wasser besiegt von 30 möglichen. Und ja, der Rest, beziehungsweise das letzte, ist hier vorne um die Ecke. Irgendwo hier auf der Seite zum Anfang hin.
und sie haben keine Chance und sie nutzen sie. So, noch ein Stückchen geradeaus. Die letzte... Nanu, wo ist denn der letzte Bereich? Einen Bereich haben wir übersehen. Lasst mich mal eben gucken. Da müsste eigentlich irgendwo hier sein. Weil irgendwo werden hier wohl noch Gegner sein. Den Bereich haben wir entdeckt, den Bereich haben wir entdeckt. Etwas seltsam. Naja. Der fehlt uns wohl. Kann man nichts machen. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Zeit zu. Und auch nicht die Lust, alles zu suchen. Weil das ist eine optionale Quest, die gibt höchstens ein bisschen Ruf und ein bisschen EP. Deswegen, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Wir wollen jetzt auch noch die zweite Instanz erleben. Dementsprechend einmal kurz raus. Und wenn alle draußen sind, es sind alle draußen, starte ich gleich die nächste Instanz, nämlich das Hügelgrab auf 32. Wieder das gleiche, vielleicht wird es ja diesmal erklärt. Ich halte mal kurz die Klappe. Komischerweise auch nicht. Aber was soll's. Hier ist das optionale 18 von denen zu besiegen. Diesmal, das ist relativ einfach. Da lasse ich natürlich erst unseren Wächter reinrennen. Gib ihm ein bisschen Antankzeit. Und dann wollen wir mal weitersehen. So, Antankzeit vorbei. Und dann wollen wir mal ein bisschen Fläche fahren. Wofür ist man kundiger? Oh, das war wohl nicht genug Antankzeit. Hoppala. So, besser. Das war ein bisschen schnell. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht so viel wird. Beziehungsweise als erstes öffne ich mit rissiger Erde und anschließend mit Feuer. Damit, falls doch einer abhauen sollte, er gewurzelt wird. Oh, eine Patrouille. Aber unser Wächter reagiert sehr gut. Bindet sie gleich an sich und wir können gleich anfangen, Fläche zu fahren. So ein bisschen konzentrieren. Unser Wächter kriegt wieder eine Heilung. Wieder ein bisschen Antankzeit geben. Ich eröffne diesmal mit einer Windkunde. Das debufften die Gegner ein bisschen. Und für zwei Gegner haue ich keine große Fläche raus. Außer rissige Erde.
Und wie ihr so ansonsten sonst seht, Dunedain-Fragmente etc. pp., die gibt es auch hervorragend. Das sind schon wieder drei, da lohnt sich Fläche schon mehr. Unser Wächter bindet die ja glücklicherweise sehr gut an sich. Rissige Erde rein, anschließend unser Feuer. Da ist einer abgehauen, verdammt. Ich bin verstummt, ich kann nichts machen. Einfacher Trick, dann einfach zum Wächter rennen, der kann einen dann das abnehmen. Unser Wächter... Ah, verdammt, jetzt habe ich gepennt. Unser Runenbewahrer hätte die Heilung mehr gebrauchen können. Da muss man ein bisschen drauf achten, da Kundige ja auch als Supporter-Klasse gilt. Und ich ja mehr oder weniger für beide Klassen ein bisschen mitverantwortlich bin. So, den Lehrling hat sie angeschrien, oder hat er angeschrien, Moment, lass mich mal eben kurz gucken. Sie. Hat sie angeschrien, dementsprechend ran. Das war jetzt wieder eine Zweier-Root-Kombo. Und ich hab's geschafft, oder wir haben's geschafft, lass mich mal eben schnell gucken. Ruf. Jetzt habe ich gepennt, entschuldigt. Aber wir haben es soweit geschafft. Wir sind bei den Ecklein Verwandter geworden. Wir haben den höchsten Ruf erreicht. Viele, viele Dunte, Ärmchen. Adams Family lässt grüßen. Und dafür ist der Flächenschaden des Kundigen einfach nur genial. Jetzt sind wir hier auf dem Friedhof, haben auch noch ein paar Aufgaben hier zu erledigen. Aber wir müssen halt hier ein bisschen aufpassen, dadurch, dass die nervigen kleinen Viecher aus den Ringgräbern ersteigen. Ein anderer Vorteil des Kundigen ist natürlich, er macht Lichtschaden und dafür sind die Untoten halt auch ein bisschen anfällig. Ich gebe euch einfach mal Interesse halber die Stats der Gegner durch. Ich sagte die Stats, ich wollte ihn nicht hauen. Wie ihr seht, Unhold, Leben, Moral, Gesinnung, Böse. Auf jetzt habe ich mit Admi Scheiße gebaut. Gestunt und zurückziehen. Sie sind resistenzanfällig gegen Schreili, Taktik. Dementsprechend passt das so ein bisschen. Nein, du kotzt hier nicht rum. Bis dann will ich erstmal. Wir sind vergiftet, das nehmen wir uns erstmal ganz kurz, beziehungsweise wir hatten eine Krankheit. Nerviges Pack. Na gut, dafür kann ich stunnen. Ah, hier werden auch die Kriegsringe gedroppt, das ist hervorragend. Eine Heilung kriegt ausnahmsweise mal Edmi. Und dann rennen wir einfach mal unserem Wächter hinterher. Der wird sich hier schon auskennen. Na gut, eine Signatur mit 2000. Da haben wir schon schlimmere Gegner umgehauen. Da ist die Nervensäge schon schlimmer.
So, mal gucken. Na gut, hier ist Sackgasse. Dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Aber als allererstes, beziehungsweise jetzt stelle ich erstmal unsere Plünderregeln ein bisschen um auf Bedarf, Gierverzicht. Das persönlich finde ich ein bisschen besser. Da kann man sich dann halt besser entscheiden. Wieder eine kleine Heilung für unseren Kundigen, für unseren Wächter. Wir haben die Kriegsringe auch fertig, auch hervorragend, wieder eine Quest erledigt. Aua, 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 aua. Ah, verdammt. Damit ist unser Heiler ausgefallen, das wird wahrscheinlich ein Vibe werden. So, einmal hochschmeißen, die Stuntkugel. Damit ist alles gestunt. Jetzt gehen wir hier ein bisschen taktisch vor. Wir machen jetzt Schaden ein nach dem anderen. Einen nehmen wir dauerhaft raus. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Fläche fahren. Wir können halt nur den Schaden ein bisschen minimieren, indem wir einen Gegner nach dem anderen hier rausnehmen. Aber wenn unser Wächter die Mobs mal im Stun lassen würde, aber dann kann ich jetzt ein bisschen Schaden fahren. Und wir können gleich zum ersten Mal unseren Gegner wiederbeleben. Die Fähigkeit konnte ich ja bis jetzt noch nie einsetzen. Können unsere Leute ja auch wieder gesund rauchen? Lass mich mal eben kurz gucken, wo der Skill dafür war. Da ich den bis jetzt noch nie eingesetzt habe. Um Haaresbreite. Na, wo liegt er? Wo liegt sie? Wo liegt sie? Ah, hier hinten. Um Haaresbreite. Zum ersten Mal, wir rauchen unsere Gegner gesund. Also hier heißt es, Rauchen fördert die Gesundheit. Dann gibt es eine Heilung, ein bisschen Macht teilen. Und sie ist wieder da. Beziehungsweise in diesem Fall ist es ja ein Zwerg. Wieder ein bisschen Schaden fahren, warten, bis der Wächter angetankt hat. Ein gut angetankter Mob, da könnt ihr drauf fahren, was ihr wollt. Ihr werdet die Aggro in der Regel dann nämlich nicht mehr los. Beziehungsweise ihr kriegt die Aggro dann nicht mehr. Ach da. Mal kurz so meinen Inventarbeutel angucken. Der ist aber voll. So. Das hier ist unser, ich glaube, Türwächter. Wenn der liegt, können wir dann hier vorne
Falscher Moment. Können wir dann hier vorne die Tür hoch zu Ivan, dem Endboss dieser kleinen Instanz? So, unser Wächter geht ran. Wir lassen ihm Antankzeit, wie sie es gehört. Und jetzt gehen wir damit dran. Einmal ein kleiner Gift dort und ein bisschen Flächenschaden. Boah, ist der nervig. Gibt eine kleine Heilung für unseren Wächter. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht nochmal hochheilt. So, der Weg zu Iva ist frei. Und wenn wir oben angekommen sind, gibt es erstmal das Thumbnail für diese Folge. Einen kleinen süßen Screenshot. Und wie ihr seht, hier gibt es relativ gut Splitter. Gut, aber erst machen wir noch eine andere Quest. Also wie ihr seht, die Folge wird ein bisschen länger. Aber ich hatte damit schon fast gerechnet, dass das eine 40 oder sogar eine 45-minütige Folge wird. Denn wir müssen gleich noch jemanden hier befreien. Ich will euch ja alles hier zeigen. So, wieder eine schöne Fehlleitung, wieder ein schönes Giftstot oder Giftstack. Und der Unhold liegt. Wie er gerade den Chat mitgelesen hat, weiß, um was es geht. Beziehungsweise hier hinten versteckt sich noch ein kleiner Questgeber. Etwas versteckt und geheim. Und die Person, die sich hier versteckt, die kennen wir nämlich auch. So. Gut, die machen wir mit. Kurz antanken lassen. Na, ich hatte doch eigentlich Fläche reingesetzt. Na egal. So, kurz erschreckt. Wen haben wir denn hier? Unsere liebe Sarah Eichenherz. Wer sich daran erinnern kann, Sarah Eichenherz hatte im Prolog eine Rolle gespielt, nämlich bei den Zwergen und bei den Elben in der Bilvis-Schlucht, die wir im Stadtgebiet hatten.
Dort war sie im Endbosslager. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was Sarah eigentlich hier macht. Oh, wie schön, ihr seid wieder da. Eichenherz Notlage. Wie ihr seht, es gibt gute Belohnungen. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen die Quest einfach an. Wir müssen uns beeilen. Und ich würde sagen, wir folgen ihr einfach. Und ich bringe den Ärmchen wieder Feuer. So. Ui, Sarah kann sich durch geschlossene Türen porten. Jetzt muss ich nämlich ein Auge auf sie haben. Die gute Frau ist leicht übertreibt. Eins, sechs. Ich muss ein bisschen mit der Heilung warten. Ich kann sie ja nur einmal im Kampf heilen. Aber das war's schon. Aber ich glaube, das war jetzt ein Fehler, dass ich den Flächenschaden rausgehauen habe. Und wir haben Sarah Eichenherz, glaube ich, erfolgreich eskortiert. Oder war das noch weiter? Lasst mich lügen. Und wir haben Sarah zum zweiten Mal in Sicherheit gebracht. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, was eine altige, rüstige kleine Dame hier in Gard Agaven macht. Und jetzt zum versprochenen Endkampf. Hier oben wäre dann einmal Ivan Bluthand. Gibt gleich einen schönen Screenshot mit ihm. Verdammt. So, zwei Screenshots gemacht im Kampf. Und los geht's. Hauen wir Ivan. Den Bannerträger halten wir mal im Stun. Ei, 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 ei. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, einmal massive Hochheilung. Na. Ah, so viel konnte ich nicht heilen. Aber mich hat's auch zerlegt. Ivan ist halt ein bisschen komplizierter. Jo, da müssen wir wohl zurücksetzen und nochmal von vorne laufen. Kann passieren, das war dann ein kompletter Vibe. Aber, ja, kommt hin, kann passieren. Ist halt nicht so schlimm. Außerdem dürfte es euch dann freuen, die Folge dürfte jetzt schon locker bei fast 40 Minuten sein, vielleicht sogar schon 45, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dann haben wir endlich mal so eine richtig große Special-Folge, nämlich die Gard Agaven-Quests.
Und wie ihr seht, wir haben auch schon einige der Quests hier abgeschlossen. Und wenn Ivan fällt, würde ich mich natürlich auch noch drüber freuen. Ich schmeiß dann gleich die nächste Runde Kampf- und Schutzkunden. Wenn alle da sind. Konnte nicht mal Edmi beschwören. Na egal. Und dann konzentrieren wir uns jetzt mal mit Fokusfeuer auf Ivan, solange er noch nichts anderes beschworen hat. Wie ihr seht, der Schaden geht relativ zügig runter. Der Bogenschütze kommt erst gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Und hier hinten haue ich einen Flächenstun rein. Damit wir auch den Hartmut schaffen, weil für irgendwas muss ich ja stunnen können. Und Ivan liegt. Aber seine Jungs leider nicht. Aua, aua, aua. Verdammt. Wie ihr seht, ich hatte auch leider keine Heiltränke mehr auf der Liste. Naja, was wollen wir machen? Wir haben die Quest auf jeden Fall erfüllt. Und ja, lass mich mal eben kurz gucken. Bitterborke ist erledigt. Iva ist erledigt. Und ich würde sagen, das war's. Ich schreibe es eben noch kurz in die Gruppe. Und ich würde dann sagen, wir beenden diese schöne Folge mit insgesamt 3 Toten, einem Vibe und 2 beendeten Instanzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, gebt mir einen Kommentar, schreibt mir, was ich besser machen soll und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Zumindest, wenn dieser Ladebalken mal aufhören würde. So, wir sind wieder in der Feste Guroth. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und leck, scream, Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss!